Die Skyline von Dubai, dazu sommerliche 23 Grad. Hier wurden die Grundlagen geschaffen. Lucien Favre und Borussia Mönchengladbach reisen zufrieden aus dem Trainingslager in dem Arabischen Emirat zurück nach Deutschland. Das Fazit nach einer Woche Sonne und intensivem Training, durchweg positiv. Das ist immer sehr, sehr wichtig in so einem Trainingslager, auch für die sportliche Leitung, dass wirklich keine Verletzten passieren, keine langwierigen Verletzungen. Da muss ich sagen, sind wir verschont geblieben. Bedingungen waren sehr, sehr gut gewesen. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir die Liga hier haben präsentieren dürfen in Dubai. Und es war alles in einem sehr, sehr guten Rahmen. Es wurde gerackert und geschwitzt in Dubai. Der Kampf um die Stammplätze beginnt von Neuem. Trainer Lucien Favre gilt als Perfektionist. Tabellenplatz 8, auf dem die Borussia überwintert hat, reicht dem Schweizer nicht. Zum Verschnaufen bleibt da kaum Zeit. Die Zielsetzung vor der Saison war gewesen, nachhaltig die Einstelligkeit zu erreichen. Da sind wir momentan zur Halbzeit auf dem ordentlichen Weg. Wir sind auf Tuchfüllung zu den internationalen Plätzen, sind aber auch auf Tuchfüllung zu Platz 10, 11, weil die Liga eben so eng geworden ist, gerade im Mittelfeld. Eng geht es auch im Sturmzentrum der Borussia zu. Neben dem wiedergenesenen Torjäger Luc de Jong streiten Mike Hanke und der Belgier Igor De Camargo um die Position im Angriff. Wer in Favres System die Nase vorn haben wird, ist weiter offen. Der Trainer hat momentan das Gefühl, dass eben diese ähnlichen Stürmertypen wie Mike, Igor und Luc nicht so gut zusammenpassen. Deswegen hat man eben was Neues probiert gegen HSV. Da gab es eben für einige Spieler weniger Spielzeit. Aber wie auch gerade schon angekündigt, jeder Spieler hat die Chance bei uns. Jeder Spieler ist wichtig für uns im Kader und wir brauchen Alternativen. Torben Marx hingegen soll eine Konstante bleiben. Gladbach möchte mit dem Routinier verlängern. Dann aber in Deutschland. Das intensive Abenteuer Dubai ist zu Ende. Vermissen werden die Gladbacher aber wohl nur die angenehmen Temperaturen.